Hallo zusammen. Wir leben in einer pluralen Gesellschaft, so viel ist klar. Es existieren vor allen Dingen in religiöser Hinsicht sehr viele verschiedene Weltanschauungen nebeneinander, die nicht miteinander kompatibel sind, zumindest in einem theoretischen Sinne. Das haben wir beim letzten Mal ein bisschen schon besprochen. Also die Ursache dieser Inkompatibilität zwischen verschiedenen religiösen Weltanschauungen liegt eben in den konkurrierenden Wahrheitsansprüchen. Religionen vertreten bestimmte Überzeugungen hinsichtlich der Natur der Wirklichkeit, dem Ziel des menschlichen Lebens, dem Weg zur Erlösung und so weiter und so fort. Und daneben gibt es dann natürlich auch noch Menschen, die keiner Religion angehören, beziehungsweise die jedwede Form von religiöser Weltanschauung an sich ablehnen würden. Dass es nicht leicht ist, diese Widersprüche auf einer theoretischen Ebene zu beseitigen, das haben wir beim letzten Mal gesehen. Und daher rührt auch die Inkompatibilität, von der ich eben gesprochen habe. Aber wenn sich diese Widersprüche nicht auflösen lassen in einem theoretischen Rahmen, dann bleiben sie in der praktischen Hinsicht natürlich immer noch weiter bestehen. Menschen mit unterschiedlichen religiösen und nicht religiösen Weltbildern leben in modernen Gesellschaften und Staaten selbstverständlich miteinander zusammen und müssen im praktischen Leben mit dieser real existierenden Pluralität irgendwie zurechtkommen. Also auch wenn das theoretische Problem sich vielleicht nicht auflösen lässt oder zumindest sich als schwierig herausstellt, bleibt ein praktisches Problem bestehen, das hier und jetzt eigentlich sofort irgendwie gelöst werden muss. Daher also die heutige Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen. Wie gehen wir um mit einer real existierenden Pluralität von Religionen in modernen Gesellschaften? Diese Frage hat philosophisch betrachtet zwei Aspekte. Zum einen ist da das Problem der Toleranz. Wie lässt sich Toleranz als ein leitendes Prinzip für religiös plurale Gesellschaften begründen? Also warum sollte man eigentlich tolerant sein? Der zweite Aspekt, das ist die Frage nach der Rolle von Religionen im öffentlichen Diskurs. Also welchen Einfluss dürfen eigentlich religiöse Weltanschauungen im öffentlichen Diskurs demokratischer Staaten haben? Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Also warum religiöse Toleranz? Das ist zunächst mal, sollten wir das vielleicht klarstellen, eine ethische Frage. Also es geht nicht darum, warum es aus rein pragmatischen Gründen besser wäre, tolerant zu sein. Also man könnte ja auch irgendwie argumentieren, dass Toleranz den inneren Frieden in einer Gesellschaft sichert und dadurch wirtschaftliche Schäden vermeidet oder sowas. Aber das wäre eine reine Klugheitsüberlegung. Also man würde dann für Toleranz plädieren, weil es sich als irgendwie nützlich für bestimmte Ziele, die man anstreben möchte, erweist. Aber darum geht es jetzt nicht. Kann natürlich auch sein, dass es solche Gründe für Toleranz gibt, aber uns interessieren jetzt hier die moralischen, also die ethischen Gründe für die Toleranz. Menschen mit anderen religiösen und anderen weltanschaulichen Überzeugungen als wir stellen an uns einen gewissen moralischen Anspruch. Diese Überzeugungen, die eine bestimmte Person hat, sind ja essentieller Bestandteil ihrer Identität. Also man identifiziert sich als Christ, als Buddhistin, als Atheist und so weiter und so fort. Und das ist Bestandteil dessen, was diese Person ist, was ich bin, was mich ausmacht. Mein Selbstverständnis hängt ja in gewisser Weise davon ab. Also ob ich Christ oder Buddhist bin, macht einen entscheidenden Unterschied für die Frage, welche Werte und Ziele ich beispielsweise im Leben habe oder ganz generell für die Frage, welche Lebensform ich praktizieren möchte. Wenn ich nun andere Menschen respektiere, dann muss ich anerkennen, dass sie selbst das Recht haben und niemand anderes, diese ihre eigene Lebensform, ihre eigene Identität selbstbestimmt festlegen zu können. Ich muss also nicht irgendwelche anderen Gründe dafür finden, dass ich diese anderen Überzeugungen als meine respektiere und toleriere. Also ich muss nicht gut finden, was ich toleriere. Allein die Tatsache, dass andere diese Überzeugungen haben und dass ich diese anderen respektieren sollte, ist für mich Grund genug, diese Überzeugungen zu respektieren. Was auch immer ich von diesen Überzeugungen sonst halte. Denn nur auf diese Art und Weise kann ich sicherstellen, dass ich die Autonomie, die Selbstbestimmung anderer Menschen respektiere und ihnen das Recht zugestehe, autonom ihre eigene Identität festlegen zu können. Also, religiöse Toleranz ist eigentlich die einzig ethisch vertretbare Haltung in Sachen Pluralität. Aber könnte man doch an dieser Stelle fragen, warum eigentlich tolerant sein? Warum soll man tolerant sein?
Nun, ein klassisches philosophisches Argument für die Toleranz, das findet sich bereits bei John Locke in seinem bekannt gewordenen Letter Concerning Toleration. In diesem Schriftstück argumentiert Locke für religiöse Toleranz und zwar in einer Zeit massiver religiöser bzw. interkonfessioneller Konflikte in Europa und speziell auch in England. Also es ist Ende der 1680er Jahre erschienen, also eine Zeit, in der Kriege und gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Konfessionen des Protestantismus und des Katholizismus an der Tagesordnung gewesen sind. Also auch die staatliche Durchsetzung von religiöser Konformität, das Erzwingen des Eintritts in eine bestimmte Religion, das war gang und gäbe in Lockes Zeiten. Locke hingegen sieht die Sache anders. Er sagt, es ist nicht Aufgabe des Staates, die religiösen Überzeugungen seiner Bürger zu kontrollieren. Die Religionsausübung, so Locke, sollte prinzipiell frei sein. Es sei denn natürlich, sie steht jetzt im Widerspruch zu irgendwelchen anderen legitimen Interessen, die andere Bürger haben könnten. Also das würde dann zum Beispiel ja sowas wie religiöse Menschenopfer oder so etwas verbinden. Also da muss die Religionsausübung eingeschränkt werden, um eben die legitimen Interessen der anderen Bürger des Staates zu berücksichtigen, die dieser Religion nicht angehören und keine große Lust haben, geopfert zu werden. So, aber wie begründet Locke das jetzt? Er vertritt also ganz klar eine Position der Toleranz innerhalb einer Gesellschaft. Aber wie begründet er das? Warum sollte man tolerant sein? Nun schauen wir uns an, was Locke dazu zu sagen hat. Die Sorge für die Seelen kann nicht der staatlichen Obrigkeit obliegen, weil deren Macht nur im äußeren Zwange liegt. Aber die wahre und heilbringende Religion liegt in der inneren Gewissheit des Urteils, ohne die nichts für Gott annehmbar sein kann. Und solcher Art ist die Natur des Urteilsvermögens, dass es nicht zum Glauben von etwas mit Gewalt gezwungen werden kann. Konfiskation der Güter, Kerker, Tortur, nichts von der Art kann irgendeine Wirksamkeit für die Änderung des Urteils haben, dass Menschen sich über die Dinge gebildet haben. Lockes Argument lautet also, Intoleranz funktioniert nicht. Der Zwang kann niemals das richtige Mittel sein. Selbst wenn der Staat das Ziel haben sollte, religiöse Konformität zu erzwingen, also die Menschen dazu zu zwingen, einen bestimmten Glauben anzunehmen. Es funktioniert einfach nicht. Zwang erzeugt keinen Glauben, sagt Locke. Der Staat kann nur Handlungen erzwingen. Der Staat kann mich dazu zwingen, öffentliche Glaubensbekenntnisse zu sprechen. Er kann mich dazu zwingen, an Gottesdiensten regelmäßig teilzunehmen oder öffentlich bestimmte religiöse Schriften zu rezitieren und so weiter und so fort. Also all solche Handlungen kann man mit staatlicher Gewalt erzwingen, ja, aber das sind eben nur äußerliche Handlungen. Die Überzeugung, dass der Glaube, der hinter diesen Handlungen steht, auch wahr ist, das ist etwas, das nicht erzwungen werden kann. Also beispielsweise, wenn ich nicht glaube, dass Schalke nächstes Jahr Meister werden wird, dann kann man mich nicht dazu zwingen. Nicht durch Gewalt, nicht durch die Androhung von Strafen. Nichts dazu wird dazu führen, dass ich plötzlich meine Meinung ändere und doch glaube, dass Schalke nächstes Jahr Meister wird. Ich könnte natürlich sagen, ich glaube, dass Schalke nächstes Jahr Meister wird. Aber das ist was anderes, als es auch zu glauben sind, nicht wahr? Man kann ja auch lügen. Also mehr als Lippenbekenntnisse kann der Staat einfach nicht erzwingen. Aber auf den Glauben kommt es an. Und der ist jedem äußeren Zwang entzogen, sagt Locke. Also, was bleibt uns da anderes übrig, als zu tolerieren, was die Menschen ebenso glauben? Aber ist das jetzt wirklich so? Ist es wirklich so, dass man Glaube nicht kontrollieren kann? Klar, nicht in dem Sinne, dass jemand mich dazu zwingt, etwas Bestimmtes zu glauben. Das geht nicht, sicher. Aber denken wir doch noch mal ein bisschen zurück an den Pascal. Pascal hatte ja eine ganz ähnliche Frage gestellt. Pascal hat überlegt, wie kann ich denn eigentlich beschließen, etwas zu glauben, wenn ich denke, dass es besser wäre, das zu glauben, auch wenn ich davon noch nicht überzeugt bin. Das war dieses Problem, die Wette läuft darauf hinaus, es wäre immer besser zu glauben, aber was ist denn, wie bringe ich mich denn dann dazu zu glauben, nachdem ich erkannt habe, dass es die beste Option ist? Pascals Antwort lautete, durch Übung und Gewohnheit. Weihwasser benutzen, Messen lesen lassen und so weiter und so fort. Das war sein Ansatz. Also müsste dann nicht eigentlich das Gleiche auch für denjenigen funktionieren, der gerne mit staatlicher Gewalt einen bestimmten Glauben durchsetzen möchte? Also wenn zum Beispiel der Staat einfach ein Umfeld schafft, in dem eine bestimmte Religion immer präsent ist, also im alltäglichen Leben bin ich von dieser Religion umgeben, in den Medien auch immer und immer wird die Religion in einem positiven Licht dargestellt,
Die Teilnahme an religiösen Veranstaltungen dieser Religion wird für mich zur Pflicht und irgendwann entwickelt sich daraus eine Gewohnheit und immer werden die gleichen religiösen Botschaften wiederholt und so weiter und so fort. Wird sich dann nicht einfach der Glaube irgendwann festsetzen, auch wenn man ursprünglich vielleicht anders gedacht hat? Ursprünglich habe ich das alles nicht geglaubt, aber steter Tropfen hüllt den Stein. Irgendwann bin ich so weichgespült, dass ich diesen Glauben einfach aus Gewohnheit annehme. Und wenn das nicht direkt funktioniert, dann eben in der nächsten Generation. Die Alten kann man vielleicht nicht überzeugen, aber die junge Generation, die nachwächst und damit groß wird, die wird doch diesen Glauben ganz natürlich einfach in sich aufsaugen. Man kann also nicht den Glauben erzwingen, genauso wenig wie man das Gras zum Wachsen zwingen kann. Aber man kann die Samen ausstreuen und warten. Und genauso kann man Bedingungen schaffen dafür, dass der Glaube Wurzeln schlägt und irgendwann ganz von selbst wächst. Außerdem, Locke argumentiert ja nicht, dass Intoleranz falsch ist, sondern er sagt, dass sie ineffektiv ist. Aber das geht ja am Kern des Problems vorbei. Unsere Frage war ja die moralische Frage nach der Toleranz. Warum ist es moralisch geboten, tolerant zu sein? Und Intoleranz ist ja nicht falsch. Also Intoleranz ist falsch, weil sie unmoralisch ist und nicht, weil sie nutzlos ist. Wir lehnen ja nicht das Foltern von Andersgläubigen deswegen ab, weil es kein effektives Mittel zur Bekehrung ist, sondern wir lehnen es ab, weil es grausam und unmenschlich ist. Aber darauf will Locke gar nicht hinaus. Er sagt einfach nur, es ist nicht effektiv. Seid tolerant, denn das Gegenteil bringt eh nichts. Aber wenn sich jetzt rausstellen sollte, dass man vielleicht à la Pascal doch recht haben könnte und Intoleranz gar nicht so ineffektiv ist, wie Locke sich das denkt, dann, ja dann stünden wir ziemlich dumm da. Könnte es dann vielleicht ein anderes Argument für Toleranz geben? Schauen wir uns einen anderen Ansatz an. Locke wählt jetzt eher so den pragmatischen Weg. Dann gibt es eine andere klassische Argumentation von Immanuel Kant, der eher den epistemischen Weg einschlägt. Er schreibt in seiner späten Schrift Die Religion in den Grenzen der bloßen Vernunft. Man nehme zum Beispiel einen Ketzerrichter an, der an der Alleinigkeit seines statutarischen Glaubens bis allenfalls zum Märtyrertume festhängt und der einen des Unglaubens verklagten sogenannten Ketzer, sonst guten Bürger, zu richten hat. Und nun frage ich, ob, wenn er ihn zum Tode verurteilt, man sagen könne, er habe seinem obzwar irrenden Gewissen gemäß gerichtet, oder ob man ihm vielmehr schlechthin Gewissenlosigkeit Schuld geben könnte. Er mag geirrt oder mit Bewusstsein Unrecht getan haben, weil man es ihm auf den Kopf zusagen kann, dass er in einem solchen Falle nie ganz gewiss sein konnte, er tue hierunter nicht völlig Unrecht. Er war zwar vermutlich des festen Glaubens, dass ein übernatürlich geoffenbarter göttlicher Wille es ihm erlaubt, wo nicht gar zur Pflicht macht, den vermeinten Unglauben zusammen den Ungläubigen auszurotten, aber war er denn wirklich von einer solchen geoffenbarten Lehre so sehr überzeugt, als erfordert wird, um es darauf zu wagen, einen Menschen umzubringen? Dass einem Menschen seines Religionsglaubens wegen das Leben zu nehmen Unrecht sei, ist gewiss. Wenn nicht etwa ein göttlicher, außerordentlich ihm bekannt gewordener Wille es anders verordnet hat. Dass aber Gott diesen fürchterlichen Willen jemals geäußert habe, beruht auf Geschichtsdokumenten und ist nie apodiktisch gewiss. Die Offenbarung ist ihm doch nur durch Menschen zugekommen und von diesen ausgelegt und schiene sie ihm auch von Gott selbst gekommen zu sein, wie der an Abraham ergangene Befehl, seinen eigenen Sohn wie ein Schaf zu schlachten, so ist es wenigstens doch möglich, dass hier ein Irrtum vorwalte. Alsdann aber würde er es auf die Gefahr wagen, etwas zu tun, was höchst Unrecht sein würde, und hierin eben handelt er gewissenlos. Für Kant gibt es also in dieser Situation, vor die sich der Scharfrichter gestellt sieht, einen Konflikt zwischen zwei verschiedenen moralischen Geboten. Auf der einen Seite, oder zwei verschiedenen Geboten, sagen wir es erstmal so. Auf der einen Seite steht ein moralisches Gebot. Das ist das Gebot, niemals einen anderen Menschen zu töten. Und dann demgegenüber steht das religiöse Gebot, nämlich das Gebot, den Willen Gottes durchzusetzen. Wie soll man sich in einem solchen Konflikt verhalten, fragt Kant. Sein Argument lautet, das moralische Gebot muss den Vorrang bekommen, denn es ist uns immer vollkommen gewiss.
Dieses moralische Gebot, töte keinen anderen Menschen, kann allein durch reine praktische Vernunft eingesehen werden für Kant. Das religiöse Gebot hingegen ist niemals so gewiss. Es beruht immer zum Beispiel auf der Interpretation bestimmter heiliger Texte oder vielleicht auch auf privaten Offenbarungen, Visionen, Stimmen hören oder was weiß ich was, woraus man glaubt, den Willen Gottes heraushören zu können. Aber keine Offenbarung, meint Kant, könnte jemals sicherer sein als das, was die reine praktische Vernunft uns mitteilt. Also muss im Zweifelsfall das moralische Gebot immer den Vorrang haben. Denn es ist das, was einen höheren Grad an Gewissheit, an Sicherheit besitzt als das religiöse Gebot. Das führt dann natürlich logischerweise zur Toleranz. Denn intolerantes Verhalten beruht auf religiösen Geboten, die sich aber niemals für Kant gegen die moralischen Gebote durchsetzen dürften, wenn es zum Konflikt zwischen den beiden kommt. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als tolerant den anderen gegenüber zu sein. Dieses Argument ist allerdings auch nicht ganz unproblematisch. Denn, das ist der erste wichtige Punkt, viele religiöse Menschen würden ja gerade bestreiten, dass die Vernunft eine höhere Autorität haben kann als Offenbarungen Gottes. Denken Sie nochmal zurück an unsere Sitzung zu Religion und Moral, denken Sie an den Kierkegaard. Kierkegaard nimmt ja auch das Beispiel von Abraham und Isaak, auf das der Kant hier an dieser Stelle anspielt, aber Kierkegaard zieht ganz andere Schlüsse daraus. Kant sagt, selbst in dem Fall ist es nicht gerechtfertigt, ja, dem vermeintlichen Willen Gottes zu folgen. Das ethische Gebot, töte nicht deinen eigenen Sohn, hat auf jeden Fall den Vorrang. Kierkegaard sieht die Sache anders. Er sagt, die Ethik muss suspendiert werden, hier an dieser Stelle, gegenüber der Offenbarung Gottes. Kant würde sagen, nein, die Ethik darf niemals suspendiert werden, aber warum eigentlich nicht? Wenn man nicht bereit ist, diese absolute Priorität der Ethik, von der Kant hier ausgeht, wenn man nicht bereit ist, die anzuerkennen, dann verliert Kants Argument den Boden unter den Füßen. Und dann könnte man mit Kierkegaard sagen, im Zweifelsfall muss immer der Wille Gottes Vorrang haben, denn Gott steht über jeder Ethik. Was soll man dann noch erwidern? Und außerdem, selbst wenn wir jetzt mal akzeptieren, dass ethische Gebote immer eine höhere Gewissheit haben, so wie Kant das annimmt, es gibt ja auch Formen der Intoleranz, in denen gar keine anderweitigen moralischen Gebote verletzt werden. Also, was ist zum Beispiel, wenn eine bestimmte Religionsgemeinschaft Andersgläubige von ihren religiösen Veranstaltungen ausschließen möchte, also von Gottesdiensten, von gemeinsamen Festen oder sonst irgendetwas. Oder wenn, das ist vielleicht noch ein bisschen präziser, also wenn bestimmte Privilegien oder ja soziale Annehmlichkeiten oder was weiß ich was nur an Mitglieder der eigenen Religion verteilt werden. Denken Sie an so Fälle wie die Nutzung von privaten kirchlichen Kindergärten. Also eine bestimmte Religionsgemeinschaft unterhält Kindergärten und sagt, da kommen aber nur Kinder rein von Leuten, die auch aus unserer Religion sind. Diese Dinge sind nur verwerflich, insofern sie intolerant sind. Aber darüber hinaus gibt es kein zusätzliches moralisches Gebot, gegen das sie verstoßen würden. Also eigentlich sollte man mit Kants Argument hier nichts ausrichten können. Das ist zwar ein intolerantes Verhalten, aber dieses intolerante Verhalten verletzt keine anderen moralischen Gebote, deren Gewissheit höher stehen könnte. Trotzdem würden wir es ablehnen. Warum? Gerade weil es intolerant ist. Aber Kant kann nicht erklären, worin das Problem der Intoleranz in diesen Fällen eigentlich liegt. Also, Zusammenfassung, weder Kant noch Locke gelingt es, ein unabhängiges Argument für Toleranz zu finden. Unabhängig heißt hier, keines der Argumente, das wir jetzt besprochen haben, kann von einem exklusivistischen Standpunkt aus überzeugend sein. Also derjenige, der Exklusivist, der von der Überlegenheit der eigenen Religion überzeugt ist, der wird weiterhin glauben können, dass es berechtigt ist, gegen andere Religionen anzugehen. Heißt also, im Umkehrschluss, wer tolerant sein will, muss einen moderat pluralistischen Hintergrund haben. Also das bedeutet hier in dem Fall, man darf nicht von der absoluten oder uneingeschränkten Wahrheit der eigenen religiösen Überzeugungen überzeugt sein. Denken Sie jetzt mal an den Fall eines Wissenschaftlers, der bestimmte Forschungsergebnisse publizieren möchte. Der Wissenschaftler wird auch nicht tolerant sein gegenüber den anderen Wissenschaftlern, die seine Hypothese anzweifeln. Toleranz macht ja nur dann Sinn, wenn wir davon ausgehen, dass die Wahrheitsfrage prinzipiell offen ist oder vielleicht auch nicht so wichtig. Und das ist in sich bereits eine pluralistische Position. Der Wissenschaftler gleicht eher so dem Exklusivisten.
der davon ausgeht, dass die eigene Position die richtige ist. Wenn man fest davon überzeugt ist, dass die eigene Position die richtige ist und die Frage nach der Wahrheit dieser Position prinzipiell gar nicht mehr diskussionswürdig erscheint, ja, was soll man dann noch mit Toleranz? Es tut sich also zwischen diesen beiden Positionen eine Art unüberwindbarer Graben auf. Auf der einen Seite der Exklusivismus. Wer eine exklusivistische Haltung hat, der kann gar nicht anders als intolerant sein. Zumindest in einem moderaten Sinne. Das heißt nicht, dass das automatisch in Gewalt münden muss, aber eine intolerante Haltung muss immer schon da sein. Und zwar in dem Sinne, dass man von einer exklusivistischen Position aus niemals die Gleichwertigkeit anderer Religionen anerkennen kann. Man kann trotzdem höflich sich den anderen Religionen und den anderen Personen gegenüber verhalten, die dieser Religion angehören. Man kann sich religiöser Gewalt enthalten und sie ablehnen und so weiter und so fort, aber wirklich tolerieren im Sinne von anerkennen, dass das gleichwertige Religionen sind, die gleichen Respekt verdienen, das kann man nicht. Und auch Argumente werden diese Exklusivisten nicht von ihrer Position abbringen können. Denn in dem Moment, wo ich einen Exklusivismus annehme, macht es für mich gar keinen Sinn mehr, eine Toleranz gegenüber anderen Positionen zu haben. Auf der anderen Seite der Pluralismus. Wer eine pluralistische Haltung hat, der ist bereits tolerant. Denn derjenige, der einen Pluralismus vertritt, erkennt schon damit an, dass es andere Religionen gibt, die einen berechtigten Anspruch auf Wahrheit haben und dass diese Religionen prinzipiell gleichwertig mit der eigenen sind, weil sie gleichermaßen Anspruch auf diese Wahrheit haben. Und so jemand braucht natürlich keine Argumente mehr für Toleranz, weil in dieser Haltung bereits Toleranz quasi integriert ist. Also die praktische Seite dieser theoretischen Hypothese des Pluralismus ist eine Toleranz anderen Religionen gegenüber. Das ist nicht einfach die Folgerung daraus, sondern das ist quasi die Kehrseite desselben Phänomens. Also echte Toleranz im Sinne von Anerkennung der Gleichwertigkeit ist eigentlich nur mit Pluralismus zu haben. Bleibt jetzt noch die zweite Frage. Welchen Einfluss sollte eigentlich Religion im öffentlichen Diskurs haben? Gemeint ist hier natürlich der öffentliche Diskurs in einer liberalen Demokratie. Das ist Gott sei Dank die Staatsform, in der die allermeisten von uns heutzutage leben. Und deswegen interessiert uns die Frage, welche Rolle Religion hier spielen sollte. Wenn man von Theokratien oder von Monarchien mit einem Gottesgnadentum ausgeht, dann sieht die Sache natürlich nochmal komplett anders aus. Aber in modernen westlichen Gesellschaften, in liberalen Demokratien, wie sollte man da Religion verorten? Nun, da müssen wir kurz ein bisschen weiter ausholen und eine kleine Überlegung darüber anstellen, was es eigentlich heißt, eine liberale Demokratie zu sein. Nun, in liberalen Demokratien sind politische Entscheidungen ja üblicherweise das Ergebnis eines öffentlichen Diskurses. An diesem Diskurs können alle Bürgerinnen und Bürger des Staates prinzipiell teilnehmen. Ob sie es faktisch tun, ist nochmal eine andere Sache, aber prinzipiell besteht für alle Bürgerinnen und Bürger des Staates die Möglichkeit, Teil dieses Diskurses zu sein. Und in einer pluralen Gesellschaft heißt das dann natürlich auch, dass Menschen aus verschiedensten religiösen Hintergründen an diesem Diskurs teilnehmen und ihre eigenen Überzeugungen mit einbringen in den Diskurs. Welche Rolle sollten jetzt also diese Überzeugungen spielen? Also nehmen Sie so ein klassisches Beispiel, wo dieser Konflikt auch in modernen westlichen Gesellschaften immer wieder aufflammt. Nehmen Sie sowas wie die Entscheidung, ob es gleichgeschlechtliche Ehen geben sollte oder nicht. Konservative Christen oder auch konservative Muslime könnten argumentieren und haben in der Tat auch immer wieder argumentiert in dieser Frage. Diese Form der Ehe, die gleichgeschlechtliche Ehe, verstößt gegen Gebote der Bibel oder des Koran und muss daher abgelehnt werden. Sie ist nicht vereinbar mit unseren religiösen Überzeugungen. Muss ein demokratischer Staat diese religiösen Überzeugungen und die Argumente, die daraus entstehen, berücksichtigen? Nun, die Standardposition dazu in der modernen die Standardantwort darauf lautet, nicht so wirklich. Exemplarisch formuliert finden Sie diese Idee zum Beispiel bei John Rawls. In prinzipiell ähnlicher, also mit ein paar Variationen, klar, aber in prinzipiell ähnlicher Form finden Sie aber diese Idee dann auch zum Beispiel bei Jürgen Habermas oder bei Martha Nussbaum. Schauen wir es uns aber mal bei Rawls als prägnantestes Beispiel an. Rawls sagt, politische Entscheidungen in Demokratien müssen begründet werden.
Also Demokratie ist nicht einfach nur ein Entscheidungsverfahren. Also es reicht nicht aus, dass man einfach nur Mehrheiten für irgendwas hat. Also wenn jetzt beispielsweise die Mehrheit darauf käme, was weiß ich, Bananen zu verbieten oder so etwas, weil sie mögen einfach keine Bananen. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger des Staates XY sagt, Bananen sind verboten, weil wir mögen keine Bananen. Dann bleibt ja immer noch eine Minderheit von Bananenliebhabern übrig, die sagen kann, Moment mal, und was ist mit uns? Warum sollen wir auf Bananen verzichten müssen, nur weil ihr keine Bananen mögt? Und ja, da sagt Rolls jetzt, die Mehrheit kann nicht einfach die Minderheit überstimmen mit dem, was sie so möchte, sondern die Mehrheit muss Gründe für das haben, was sie bestimmen möchte. Also man kann nicht einfach der Minderheit etwas aufzwingen, sondern die Minderheit muss prinzipiell ansprechbar sein für irgendwelche Gründe, die es geben könnte. Diese Gründe müssen nun aber der Minderheit auch prinzipiell zugänglich sein und nachvollziehbar sein. Man kann nicht einfach irgendwas rausposaunen. Schauen wir uns an, wie Rawls das formuliert. Er sagt in seiner Schrift über den politischen Liberalismus, die Ausübung politischer Macht ist nur dann angemessen und daher zu rechtfertigen, wenn sie in Übereinstimmung mit einer Verfassung geschieht, von deren Wesensgehalten wir vernünftigerweise erwarten können, dass alle Bürger, soweit sie vernünftig und rational sind, dieselben im Lichte der von ihnen bejahten Grundsätze und Ideale anerkennen würden. Rawls spricht hier auch von der öffentlichen Vernunft, der Public Reason, wie es dann im Englischen heißt. Also nur das, was prinzipiell, wenn auch nicht in jedem Einzelfall, klar, aber nur das, was prinzipiell von anderen Mitgliedern der Gesellschaft nachvollzogen werden kann, das ist Bestandteil dieser öffentlichen Vernunft. Die Umkehrung davon ist das, was ich ganz gerne das No-Bullshit-Prinzip nenne. Niemand darf sich auf irgendwelche absurden, privaten, nicht nachvollziehbaren Gründe berufen im öffentlichen Diskurs. Also das, was offenkundigen Tatsachen widerspricht, was wissenschaftlichen Erkenntnissen oder auch dem Common Sense widerspricht, das hat keinen Platz in der Entscheidungsfindung im öffentlichen Diskurs. Für Rawls und viele andere heißt das, religiöse Überzeugungen sind demnach ausgeschlossen. Religiöse Überzeugungen können gar nicht Gründe sein für die Durchsetzung einer bestimmten Form von Politik. In pluralen Gesellschaften sind nämlich religiöse Überzeugungen immer nur die Überzeugungen einer bestimmten Gruppe, also eines bestimmten Teils der Gesellschaft, aber nichts Gemeinsames, nichts, was alle Mitglieder der Gesellschaft prinzipiell teilen und nachvollziehen könnten. Demokratische Gesellschaften brauchen zur Entscheidungsfindung eine Basis in gemeinsamer Vernunft, das, was Rawls eben Public Reason nennt. Und auf dem Boden dieser gemeinsamen öffentlichen Vernunft werden dann eben die Diskurse geführt. Aber bei Religionen ist das eigentlich per Definition nicht möglich, weil Religionen eben immer nur einen Teil, eine bestimmte Gruppe von religiösen Überzeugungen oder weltanschaulichen Überzeugungen widerspiegeln können. Natürlich muss man sagen, religiöse Überzeugungen können bei der persönlichen Entscheidungsfindung eine Rolle spielen. Also der konservative Christ in dem Beispiel von eben, der könnte natürlich aus religiösen Gründen dazu kommen, gegen eine gleichgeschlechtliche Ehe zu sein. Aber diese Gründe können im öffentlichen Diskurs nicht zählen. Wenn er seine Position gegenüber der Öffentlichkeit verteidigen möchte und begründen möchte, dann muss er sich auf andere, säkulare Gründe berufen, die nicht abhängig sind von seiner persönlichen religiösen Überzeugung und die auch von anderen prinzipiell eingesehen werden können, selbst wenn sie diese Überzeugung nicht teilen. Das ist also so ungefähr die Standardvorstellung in der modernen politischen Theorie darüber, was die Rolle von Religion in demokratischen Gesellschaften sein sollte. Das Problem dieser Standardposition liegt jetzt natürlich in dem Begriff von öffentlicher Vernunft. Was sind denn eigentlich Gründe, die prinzipiell von anderen nachvollziehbar sein können? Beziehungsweise was ist denn das Kriterium dafür, dass es sich bei einem bestimmten Grund um eine solche Art von Grund handelt? Also um etwas, das prinzipiell von anderen nachvollziehbar sein sollte, auch wenn es faktisch vielleicht nicht von diesen Leuten nachvollzogen werden kann. Rawls denkt hier natürlich prototypisch an sowas wie wissenschaftliche Erkenntnisse. Aber gerade die sind ja problematisch, in manchen Fällen zumindest. Denken Sie an diesen Konflikt Evolutionstheorie versus Kreationismus. Manche religiöse Menschen lehnen ja gerade solche wissenschaftlichen Gründe und Argumente deswegen ab, weil sie gegen religiöse Überzeugungen und Offenbarungen verstoßen. Wieso kann man denn dann überhaupt noch sagen, dass diese Gründe im Prinzip nachvollziehbar sind, auch wenn sie faktisch eben nicht nachvollziehbar sind?
Hier steht natürlich so eine ganz klar normative Vorstellung von Vernunft und von Rationalität im Hintergrund. Also wir haben ein bestimmtes Set von Kriterien oder von Maßstäben, die ausmachen, was eine rationale Überzeugung ist, beziehungsweise was eine rationale Form der Entscheidungsfindung ist. Und dieses normative Konzept muss ja nicht von allen geteilt werden. Und wenn man dieses Konzept nicht teilt, dann wird es ziemlich schwer, jemanden davon zu überzeugen, es doch anzunehmen. Das führt uns nämlich hier in ein sehr viel fundamentaleres Problem, das jede Rationalitätstheorie eigentlich hat. Nämlich, wie kann ich einen Begriff, ein bestimmtes Konzept von Rationalität verteidigen, ohne dieses Konzept von Rationalität bereits vorauszusetzen? Jedes Argument, das ich für meine Idee von Rationalität vorbringen möchte, das muss ja ein rationales Argument sein. Aber wenn es ein rationales Argument ist, dann muss es schon auf irgendeiner Idee von Vernunft aufbauen. Aber es kann ja keine andere Idee von Vernunft sein, als die, die es eigentlich begründen möchte. Also jedes Argument für eine bestimmte Theorie davon, was Vernunft ist, setzt genau die Gültigkeit dieser Theorie wieder voraus. Jede Argumentation pro Rationalität wird zirkulär. Das ist ein absolut ungelöstes Problem in der Rationalitätstheorie und es ist ein Problem, vor dem gerade heute alle demokratischen Gesellschaften stehen. Was ist nämlich, wenn manche innerhalb der Gesellschaft die rationalen Grundlagen des gemeinsamen Diskurses nicht anerkennen wollen? Wie soll man sie überzeugen? Man kann sie nicht überzeugen, weil die Basis, auf der diese Überzeugung geschehen sollte, gar nicht geteilt wird. Auf diese Frage eine Antwort zu finden, nicht nur in Bezug auf Religion, das wird eine der großen Herausforderungen der Zukunft sein.